eine große Tür. Trion. Exil Games. Achieved with CryEngine 3. Ein Auge. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde Archer Age und ich habe auch den guten Rick mit dabei. Ja. Genau. Oh mein Gott, ist das laut. Ich höre mich selber gerade nicht mal. So, ich wähle ganz kurz hier den Channel aus. Ich glaube, dann wird es gleich besser. Irgendwie scheinen die Soundoptionen nicht für das erste... Ja. Moment, wir gehen kurz mal rein. Optionen. Er hat alle meine Toneinstellungen vergessen. Ja, ich sehe es gerade. Ja, das, irgendwie ist Arcade, was Ton angeht, dann nicht ganz fertig. Ja, das Spiel ist... Ja. Muss man aber hallo dazu sagen, wir sind ja jetzt auch gerade erst bei der Open Beta. Ja, vielleicht sollte ich ganz kurz Hallo sagen zu unseren Zuschauern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Let's Play, Let's Test. Wir spielen eine Runde Arch Age. Sag mal nochmal was, Rick. So, das ganze Spiel ist ja eigentlich noch in der Beta-Phase. Ja, ich mach's. Beziehungsweise jetzt in der Open Beta. Wir haben das Ganze schon ausprobiert gehabt in der Close Beta. Das konnten aber leider noch nicht aufnehmen. Aber jetzt jedenfalls in der Close Beta noch bis zum 9.9., soweit ich weiß. Und danach machen wir bestimmt noch in der offenen Version weiter. Okay. Wir können starten. Was für ein Volk sollen wir denn nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen die Nuyan. Also diese, na ich weiß nicht, die Elfen sind ein bisschen, also mit den Ohren haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Die kannst du wohl auch noch kleiner stellen und auch größer, habe ich schon gesehen. Nein, also solche Phallus-Symbole nehmen wir hier nicht rein. Dann haben wir hier die Firion oder Firion, wie sie heißen. Oh nein, das... Ich habe immer noch ein Trauma hier von diesem einen hier Asia Grinder. Ja, ne, also hier, das geht gar nicht hier. Einmal auf Avatar Country hier. Und vor allem, wenn die Frauen schon längere Schwänze haben als die Männer, nehmen. Okay. Oh, okay. Ja, es gibt wieder Ärger. Das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben. Okay, und die Harani, das sind für alle Pädophilen. Hier kann man mit kleinen Mädchen spielen, nur offenbar. Mit kleinen Jungs, okay. Was mir auffällt, an die Entwickler von Arcade, also ja, ich finde es ja ganz toll, dass ihr es dicht gemacht habt, auch weibliche Figuren zu spielen. Aber es wäre nicht möglich, nötig gewesen, dass wenn man jetzt die Figur dreht, unbedingt die ganze Brust mitwackelt. Wie haben sie das echt reingemacht? Moment. Dreh mal die Figur. Klick und dreh. Das ist... Ja, ich probiere sie. Ja, meine hat hier irgendwie Metall vorne dran. Und nehme mir... Ja, oh, du mein. Musst die Harani nehmen. Okay, das ist ganz extrem. Bei den Elfen ist es also auch drin. Wie bei den kleinen Mädchen haben sie es eingebaut. Und zwar am extremsten. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja, das... Okay, wir haben also ein Spiel für... Für... Oh nein. Das gibt mal wieder. Okay, ja, ich nehme die Nuyan. Ich glaube, damit sind wir am politisch korrektesten und... Genau. Oh mein Dann nehme Gott, ich mal dieselben, damit wir uns am Anfang früher treffen, da in Nuyan, im Country da. Bin ich jetzt aufs Falsche? Oh, bin aufs Falsche. So, also, wir möchten unser Erscheinungsbild noch anpassen. Was spielen wir eigentlich für eine Klasse? Hast du doch gerade vorgelesen gehabt. Wir spielen... Nuyan, wir fürchten... Ja, das ist nicht die Klasse, Nuyan. Das ist die Rasse. Ja, das ist mir auch klar, aber Klassen können wir nicht auswählen. Ich kann doch sagen, ein Mage, ein Nahkämpfer kann ich doch nachher auswählen. Vielleicht kommt das nicht, das können wir noch gucken. Okay, na wenigstens habe ich Profis hier mit dabei. Wir fürchten den Tod nicht. Die Nuyan, auch Eroberer des Kontinents genannt, besitzen eine zutiefst spirituelle Kultur, in deren Zentrum die Anbetung von Nui steht, der Göttin des Jenseits. Sie verehren die Tradition, Schönheit und Harmonie ihres gefallenen Reiches und kämpfen furchtlos für diese Eigenschaften, ihrem neuen Land zu bringen. Okay, spiele ich eher einen Nahkämpfer oder eher wieder eine High-Klasse? Was machst du wissen? Oder eine Mage-Klasse. Ich habe eine Mage-Klasse schon in der Closed Beta ein bisschen angetestet.
Nahkämpfer. Hat da einen Bogenschützen, aber das war. Ja, Nahkämpfer sind halt meistens immer so trankintensiv. Ne, ich glaube, dann spiele ich wieder hier so eine Haltruse. Okay, jetzt brauchen wir eine schöne Frisur. Da haben wir Jeanne d'Arc. Das ist klasse. Hier, das hier sieht so ein bisschen nach Dr. Styrese aus. Muss ja auch nicht sein. So, irgendwas Schönes. Oh mein Gott. Nee. Aus Haaren oben eine Schleife gemacht. Das geht gar nicht. Hier. Wo hast du das? Hier, die hier steht jeden Morgen eine halbe Stunde im... Oh. Achso, hast du die weibliche Version, oder? Ja. Okay, ich schau, auch wenn ich eine Heilerin mache, dann muss ich schon irgendwie schöne... Dann braucht sie schon die Haare schön. Ich frag mich gerade ein bisschen... ohne Scheitel... Die Haarfarben sind irgendwie sehr interessant. Ja. Hab ich ein bisschen das Gefühl, weil hier steht drin, Haarfarben, es gibt 60 verschiedene, nur auswählen kann man sie. Ah doch, du kannst doch unten auswählen. Ja, auf die paar, aber angeblich gibt es ja 60 verschiedene. Okay. Oder? Ah nee, nein, da unten ist was. Das wird bei mir nicht richtig angezeigt. Ja, dieses 1 bis 7, es gibt auch hier die verschiedenen Frisuren. Oh, hier lockige Pracht. Die nach. Das sieht eigentlich schön aus. Ich glaube, ich nehme sie hier. So. Jetzt hier noch kann ich hier Gesichtsröte auswählen. Ich will hier eigentlich noch... Ach, da drüben kann ich das Gesicht auswählen. Nein! Und schon... Was denn? Jetzt hat er mir meine... Jetzt hatte ich gerade die Haare schön. Und er verstellt mir alles wieder. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. So. Muss ich immer noch üben für... Na, die sehen irgendwie alle gleich aus. So, und das waren die Haare, waren 3. Oh, ne. Genau, ich wollte sie hier. Dann so einen schönen Goldglanz. Auch hier die schönen Effekte, dass die Haare direkt durch die Rüstung durchgehen. Sehr schön gemacht. So, Augen. Komm, dann möchte ich so ein bisschen Husky-Eis. Dass sie auch ein bisschen wirklich nach Magierin aussieht. Ja, genau hier. Braun wählen. Passt. Einfachstes Gesichtsröte machen wir wenig. Lippenfarbe ist ein bisschen. So. Die Haut. Da haben wir hier. Es gibt hier gar keine solche. Es gibt hier gar nicht so den typischen Nerd-Look irgendwie. Nee, den musst du dir dann vielleicht selber zusammenstellen. Okay, wenn das geht. Und hier kann ich auch noch so ein bisschen. So, die Augen. Mund. Was haben wir am Mund? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Kopf haben wir schon. Passt. Und die Augen sind eigentlich auch okay. Oh, nee. Ah, ich kann hier sogar... Die Position, Winkelhöhe außen, Standard. So, okay, ich denke, ich habe sie. Ja. Okay, dann klicke ich mal hier auf Speichern. Gib einen Namen zum. Und ich habe soeben gerade.
die schöne Felder-Meldung von Arcage bekommen. Die Götter haben mir leider meine Verbindung gesperrt, laut Arcage. Ja, vielleicht sollte ich dazu sagen, der gute Rick spielt im Moment gerade aus dem Ausland hier. So, dann. Also, wir haben eine. Was nehmen wir denn? Also, wir haben entweder hier Kampfeszorn, Zauberei, Bogenschießen, Vitalismus. Okkultismus oder Schattenspiel. Also ich würde sagen, ich nehme. Ich fand die Zauberin eigentlich echt nicht schlecht. So. Brauche ich nur noch einen Namen dafür? Oder wir nehmen Vitalismus. Was hat sie denn? Verursacht 118 Magieschaden. Ich glaube, ich nehme einen Mage. Ich denke, das ist alles im Quatschen. Okay, wie nennen wir sie? Ich brauche einen Namen. Weiß ich nicht, solange sie nicht wieder Heiltruse nennst. Ja. Nee, ich brauche einen Namen, der zu mir eindeutig passt. Heidi. So, bin ich mal gespannt. Bestätigen. Der Name wird bereits. Der ist doch garantiert schon weg. Ja, natürlich, klar, ist weg. Ah, wie nennen wir sie sonst? Aber an was erinnert sie mich denn hier? Ich dachte, ich könnte jetzt hier sogar die Skills einmal testen hier. Nimmst du einfach einen Allerweltnamen und sagst Yvonne. No, nehmen wir irgendwas anderes? Der wird doch schon aufgegeben sein. Ja. Sie macht Feuerzauber. Wow. Mir fällt echt nichts ein. Es geht gar nichts. Ich hätte irgendwie. Wäre es eine Heilerin gewesen, hätte ich sofort einen Namen gewusst. Aber jetzt fällt mir irgendwie. Tja. Ja. Okay. Ich nenne sie Nussini. Habe ich schon ewig lang nicht mehr gegessen. Dass du auch in keinem Spiel richtige Namen verwenden kannst. Das ist schon echt. Hey, der Name war noch frei. Und ja, für jedes Mal, wenn ich jetzt den Namen von ihr sage, kriege ich 1 Euro von Milka vielleicht. Also, schöne Grüße. Aber die hat irgendwie auch so dieses. Kann sie sich kein Sport-PH anziehen? Also, musst nur aufpassen. Sonst müssen wir hier auf der neuen Website und auf YouTube sagen, hier kommerzielle Werbung. Ja. Okay, also wir haben's, dann beginne ich mal im Spiel. Aber wir gucken mal, wir müssen mal gucken, ob das Milka zahlt. Das wäre natürlich cool. Ja. Träumen weiter. Wir kommen zum Beginn vom Spiel. Jetzt kommt wahrscheinlich. Lujan haben im Angesicht des Todes keine Angst. Wie könnten sie auch? Ihre Schutz. Jenseits. Tod heißt, vereint zu werden mit ihr, die als Göttin ihr Leben gab, um alle Völker zu retten. Mit dem letzten Hauch ihrer göttlichen Seele hat sie alle Völker in ein neues Land geschickt. Alle verloren ihre alte Heimat, ihre alten Götter und ihre alten Helden. Aber für niemanden war dieser Verlust so schmerzhaft wie für die Anhänger von Nui. Manche hätten es sogar vorgezogen, ihr ins Jenseits zu folgen. Auch ich. Auf ihrem neuen Kontinent haben die Nuja nichts gefunden, außer ungezähmter Wildnis. Sie träumten von ihrer prachtvollen Zivilisation auf Auroria. Aber ihre Wirklichkeit waren undichte Hütten und steinige, ertraglose Felder. Die Elementargeister, die das Gebiet seit Äonen beherrschten, quälten Nuis Erwählte. Sie herrschten von einem uralten Labyrinth aus, das im Wald versteckt war.
Der mächtige Erzmagier Solsrean führte den Angriff auf die Animi und entriss ihnen die Kontrolle. Die Geister zogen sich zurück. Sie wussten, die Macht hat, wer den Schlüssel zu ihr besitzt. Solsrean baute ein Schloss über das Labyrinth und erklärte, wer es erobert, wird König. So konnten die Nuyan an früheren Ruhm anknüpfen und lernten, ihre neue Heimat zu lieben. Aber früher oder später finden sich auf einem Weg immer Stolpersteine. Ein junger Emporkömmling scheute das Labyrinth und nahm sich mit seiner Armee, was er begehrte. Selbst die zwei größten Städte Nuyas fielen. Er festigte seine Macht und nannte sein Königreich Zwei Kronen und schmiedete eine neue Art Frieden, bis das Schicksal erneut zuschlug und er ermordet wurde. Die Nuyan kämpften um ihre Existenz. Niemand merkte, dass ein dunkles Geheimnis das Königreich infizierte. Das war das Problem. Die Nuyan bekämpften sich und merkten nicht, dass die Dunkelheit wie ein Tumor wucherte. Die Nuyan riefen ihre Göttin an und erhielten keine Antwort. Ihre Statue sah sie nur mit steinkaltem Wohlwollen an. Kein anderes Volk begriff jemals diesen Schmerz, meinen Schmerz, die Sehnsucht nach Nui. Aber was auch passiert, sie sind immer Kinder der Göttin. Manche tragen sogar das Zeichen ihrer Liebe. Und ich werde mein Versprechen halten, sie zu beschützen. Sie müssen sich nur erinnern. Der Krieg, der vor Jahrhunderten begann, ist noch nicht vorbei. Ja, und für uns geht's jetzt halt eben hier direkt los. Bin ich gespannt. Also, ja, das mit dem Labyrinth habe ich nicht ganz kapiert, was es ist. Aber es ist die typische Geschichte halt eben, alle passen nicht auf und es kommt eine große dunkle Macht irgendwo daher. So, ich muss mal wieder einen Ladebildschirm hier übersprechen. Bist du schon im Spiel drin, oder? Ich höre dich schon irgendwie wieder am Laufen. Rick? Nee, bin ich nicht. Bei mir, ja. Okay, ja, jetzt rennt's los hier. So. Der ist bei mir gerade noch so ein bisschen am Laden. 95, 96, 97. Passt. 100%. Babybegleiter können verhungern. Behandle sie liebevoll. Okay, warten wir machen. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Mausbuttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. Ja, danke vielmals für die Information. So, machen wir gleich ein X und wir starten direkt hier irgendwie mitten im... Alles leckt ein bisschen noch. Jetzt geht's. Also, unser Spiel startet hier direkt im Wasser. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Danke. Klicke. Und da vorne ist auch schon unser erster Questgeber. Um Quests von NSC. Oh, bitte kann ich ein irgendwie... Ein Ausrufezeichen bedeutet. Danke, Tutorial. So. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand, damit ich hier auch alles sehe. Und hier ist schon unsere erste, die gute Maul... Maul... Will hier irgendwas von uns. Ha! Du siehst aus wie eine ertrunkene Ratte. Warst du wieder auf der Suche nach Seevolkschuppen? Mal ehrlich, du gerätst viel öfter in Schwierigkeiten als andere, die ich kenne. Ja, die Quest nehmen wir mal... Ach nee, hier unten weiter F. Auf dem Weg hierher, weil er dich sucht. Hä? Okay, mal D. Okay. Andere, die ich kenne? Okay. Ach, okay. Das, oh, schlechte. Oh, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Das Holzfäller Gallagher
auf dem Weg hierher ist, weil er dich sucht. Trockne dich mal lieber ab und gehe den Pfad zu ihm hinauf. Das klappt ja unheimlich toll. Sonst verpasst du noch deinen großen Tag. Klicke mit der rechten Maustaste auf ein MSC, um mit ihm zu sprechen. Ja, das haben wir gerade gemacht. So, dann suchen wir jetzt den Holzfäller Gargoud, oder wie er immer heißt. Und da hinten ist er schon. Da ist Holzfäller Gallagher. Oh, hallo Nusini, du siehst etwas feucht um die Ohren aus. Warst du wieder am Erkunden? Ah, blöd Grenne. Bürgermeister Gott will mit dir reden, bevor er das Dorf verlässt. Es geschieht nicht alle Tage, dass die Ältesten einem die Erlaubnis geben, eine Saison in der Fremde herumzureisen. Ich würde mir die Zeit nehmen, ihnen zu danken, bevor du abreist. Ah, okay. Also die Geschichte habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Die Solzrieder Füchse plagen diese Gegend und stehlen die Fische aus unseren Netzen. Ich belohne jeden, der dabei helfen kann, diese Plagegeister zu vernichten. Sagte uns hier diese Statue, oder was? Oder? Ach nee, das ist ein Schild. Gott Bürgermeister von Wünschendorf. Okay, dann vernichten wir mal hier ein paar Füchse. Da hinten ist schon der erste. Okay, der wurde schon getappt. Dann hauen wir hier noch einiges drauf. Zack. Erster Fuchs ist weg. Alles nehmen. Oh, bitte sag mir, dass ich diese Map auch irgendwie kleiner machen kann. Also meine ganze GUI ist hier irgendwie ein bisschen leicht überladen. So, das ändern wir mal. Optionen. Ja, ich warte immer noch darauf, dass das Spiel bei mir gerade ein bisschen startet. Ja, Kamerasteuerung, Charaktersteuerung, nee, das ist es nicht. Bildschirm, Helligkeit, UI-Größen. Oh, deutlich angenehmer. Obwohl mich diese Karte hier, diese riesige, das hier ist das Questlog. Also ich würde eigentlich gern die Karte hier kleiner machen. Die kann man noch kleiner machen. Wie kann man die kleiner machen? Oben in der Ecke. Rechts oben, da müsste so ein G sein. Da drückst du einmal drauf. Ah, passt. Perfekt. Ja, jetzt ist es deutlich angenehmer. Und ich dachte, hier war eigentlich gerade eben so eine Zwischenquest noch. Na, egal. Gehen wir weiter hier zum Bürgermeister. Das Schöne an der Anzeige hier ist eigentlich, dass wir unten immer so einen netten Pfeil haben, der uns zeigt, wo wir hingehen müssen. Und da vorne ist der geschwätzige Parish. So. Aha, hier. Okay. David Garrett möchte mit uns reden. Nusini, wo warst du? Der Prophet Tarion ist hier und wirkt vor aller Augen Wunder. Er wusste, wie viele Hühner im Hühnerstall des Bürgermeisters waren und meinte, ich würde bald eine Milchkuh besitzen. Oh, ein Wahrsager, der mich erwähnt. Bist du bekloppt? Du musst dich erst mit ihm treffen. Geh in die Stadt und sieh es dir selbst an. Es ist fantastisch. Boah, er kann Hühner zählen. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Taste ich hier schnell rennen könnte. Also Shift ist es nicht. Doppel-W. Ah, stimmt. Danke. Okay, hier der Bürgermeister will. Ah, da bist du ja. Bereit für die große Reise. Ich wollte sicher gehen, dass du richtig vorbereitet bist, bevor du aufbrichst. Jetzt kommt hier wieder dieses Hochscrollen. Die Ältesten haben deiner Reise zugestimmt, aber wir haben nicht das Geld, um sie zu finanzieren. Warum fragst du nicht die Bewohner, ob es irgendwelche Arbeiten gibt, die erledigt werden müssen? Etwas mehr Geld für den Weg könnte nicht schaden. Eigentlich habe ich gehört, dass ein Rudel solzriger Wildschweine Leute in der Schlucht westlich der Stadt angreifen.
Wildschweine sind gefährlich, aber das gesamte Dorf könnte sich tagelang von nur einigen wenigen ernähren. Wenn du denkst, dass du ein paar erlegen und mir ihre Salzrieder Wildschweinfleisch bringen kannst, würde ich dir nur zu gerne eine Belohnung aus der Schatzkammer der Stadt geben. Okay, Salzrieder Wildschweine. Aber jetzt schauen wir hier noch den Propheten an. Du möchtest dein Schicksal erfahren. Ich höre die Worte der Seemaid. Sie sagt, dein Name ist Nusini. Und dass du dich bald auf eine große Reise begeben wirst. Halt, warte. Was ist das für ein merkwürdiges Leuchten, das dich umgibt? Niemand scheint es zu wissen. Es passiert einfach manchmal. Hat deine Seemaid dir zufällig etwas darüber gesagt? Sie hat dir überhaupt irgendwas Nützliches gesagt? Aber Nusini, sei doch nicht so unhöflich zu dem lieben Propheten. Oh, da fällt mir ein, ich habe vielleicht einen Hinweis auf ein seltsames Muttermal gefunden. Okay. Hier gibt's auch noch eine Quest. Was will der Typ? Ach, das ist wieder der Pan. Als ich aus den Feldern nach Hause ging, begegnete ich im südlichen Blaunebelwald, diese Namen, einem Mädchen namens Marion. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach jungen Nunian, die glänzen wie Gold. Und ich erwähnte dich, vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Endlich jemand, der das Licht kennt. Danke, Pan. Ich werde umgehend mit ihr sprechen. Das goldene Zeichen. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich muss euch nun verlassen, um einer heiligen Pflicht nachzukommen. Es geht euch allen wohl, insbesondere dir, Nusini. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Okay, also. Wir haben die Wildschweine als Aufgabe, denn wir müssen das Salzrieder Wildschweinfleisch holen. Ist ja fast so schlimm wie in so manchen anderen Folgen eines gewissen anderen Spiels. Ja. Ich meine, Solzried geht ja noch so als Name. Aber was mich hier echt ein bisschen, also man merkt es wirklich, seit sie jetzt hier oben Beta ist, ist hier Highlife und Konfetti. Also die sollten eigentlich kein Problem mehr mit Futter haben irgendwie, weil also so viele wie sich hier rumtreiben. Das ist schon echt und irre. Einem alles weg. Ich versuche jetzt hier gerade zum 9. Mal auf den Server zuzugreifen, wenn man drauf. Ja, ich probiere hier gerade verzweifelt irgendwelches Wildschwein hier zumindest mal zum Treffen. Worauf ich noch ein bisschen oder sehr gespannt bin, so rum gesagt. Es soll ja eigentlich im Endeffekt wirklich ein Sandbox-Game werden. So habe ich es jetzt jedenfalls gelesen. Das heißt, dass du natürlich gucken kannst, was immer du machen willst. Und da bin ich noch ein bisschen gespannt, wie sie das einbauen wollen in die. Ja, in das Spiel. Ah, und genau wie bei unserem anderen schönen Spiel haben sie diese schöne Fähigkeit eingebaut, dass man sofort sieht, Kampfbeginn und Kampfende. Okay. So, und hier wird wieder getappt bis zum Ende. Jeder will das Salzrieder Wildschweinfleisch. Soll wohl verdammt lecker sein, richtig? Naja, kann ich mir schon vorstellen. Ah, da oben ist schon das nächste Wildschwein. Na komm. So, der ist auch für mich. Und da gibt es sogar Salzrieder Wildschweinfleisch. Alles nehmen. So. Jetzt ernsthaft? So was gibt's da? Ja. So, da spawnt schon das nächste Wildschweinchen. Okay. Halt mal. Ich hab doch hier noch die Quest Nummer 2. Aber die Nuss scheint irgendwo anders zu sein. Und die Frau steht eh weiter unten.
So, dann bringen wir das Ganze mal hier dem netten Bürgermeister. Ah, ich danke dir. Davon sollten wir uns eine Weile ernähren können. Ich würde sagen, du kommst da draußen ganz gut alleine zurecht. Bürgermeister Gott, warum darf nur Sini gehen und nicht ich? Und ich nicht. Ich bin alt genug, um die Welt zu sehen. Und das weißt du. Oh, Trouble. Tja, vielleicht hat der Bürgermeister recht. Aber bevor du gehst, könntest du mir einen Gefallen tun. Und diese Glasflasche Serin im Süden der Stadt bringen. Ja, Deutsch. So. Google Translate hat bei diesem Spiel deutlich geholfen. Serins Schwester Rona ist in letzter Zeit schwer krank, aber da ihr Mann immer geschäftlich unterwegs ist, hat sie Probleme, über die Runden zu kommen. Erwähne bitte nicht meinen Namen, okay? Weil ich stehe auf die Nuss, auch wenn sie verheiratet ist. Ich will nicht, dass Rona sich fühlt, als würde sie mir etwas schulden. Ja, ja, ja. Ah, das soll auch eine Quest sein? Okay. Na, dann bringen wir der guten Rona für ihren Mann das Heilmittel. Und hier ist noch die gute Amy, die hatte auch noch eine Quest für uns. Weißt du, Nusini, wir werden deinen Glanz hier wirklich vermissen, wenn du fort bist. Würdest du noch eine letzte Sache für uns tun? Es ist eine alte Wünschendorf-Tradition, vor einer langen Reise einen Baum zu pflanzen. Und während du reist und dazu lernst, wächst der Baum, genau wie du. Würdest du einen pflanzen, damit wir ein Andenken an dich haben? Und da drüben fällen sie gerade einen Baum. Und so viel... Natürlich, die erste Mal auf den Reisen sind gestorben. Ja. Ja, ich pflanze dann hier einen Baum und alle... Okay, aber hier haben wir die gute... Serin, bei der auch alles wackelt. Serin war doch gerade eben der Trank und jetzt ist es eine Marion O'Pillar Glasflasche. Aber das ist die Medizin, die Rona braucht. Von wem hast du die? Schon gut, ich glaube, ich weiß schon. Ellen hat so besorgt gewirkt, als er das letzte Mal meine Schwester und ihre kleine Tochter besuchte. Danke, Nusini, das bedeutet mir viel. Hier, bringt diese Medizin zu Rona. Sie lebt im Haus des Monolithenforschers südlich der Stadt. Folge einfach dem Weg, du kannst es nicht verpassen. Ich hoffe, es geht ihr bald besser. Ihre Tochter braucht sie. Oh, ist das schön. Dann glaube ich auch, dass wir uns mit diesem sehr süßen Ende erst von der ersten Folge jetzt hier verabschieden. Ja, der gute Rick. Also, wir sollen die alten Schnacksler hier zusammenbringen. Und dafür, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Und ansonsten sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Dann schauen wir weiter. Können wir sie retten? Können wir einen Baum pflanzen? Und können wir die Welt erobern? Und was bedeutet dieser komische Glanz jetzt auf jeden Fall? Also, bis dann!